the official trying to play that exactly. Yeah. I remember from you meeting quite a few exactly. No, was that? Yeah. I look much younger than I do. Slightly less bags around my eyes. Prinzessin Kate, Krebsdiagnose, sie hat es noch nicht besiegt. Prinzessin Kate, obwohl in der Öffentlichkeit ist sie noch nicht über den Berg. Es war eine Überraschung für die britische Königsfamilie. Vor einigen Tagen hatte Prinzessin Kate, 42, zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William, 42, einen völlig unerwarteten öffentlichen Auftritt, als das Paar einen Gottesdienst in Balmoral besuchte. Auf Fotos der dreifachen Mutter, die anschließend von britischen Medien veröffentlicht wurden, sah Kate strahlend schön aus. Die 42-Jährige konnte nicht sagen, dass sie immer noch gegen den Krebs kämpfte. Doch wenn es nach Insidern geht, trügt der Schein offenbar, sie ist noch nicht drüber hinweg, verriet eine Quelle gegenüber dem Nachrichtenportal Daily Mail. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit und ein wirklich schwieriges Jahr für die ganze Familie. Es ist also durchaus möglich, Krebsbehandlung von Herzogin Kate, angeblich unterzieht sie sich einer präventiven Chemotherapie, über den Sommer hinaus oder sogar um viele weitere Monate erstrecken könnte. Belle bezog sich auch ausdrücklich auf die offizielle Erklärung der Frau von Prinz William und sagte, als wir das letzte Mal vor Trooping the Colour von ihr hörten, sagte Herzogin Kate, dass ihre Behandlung bis zum Sommer dauern würde. Ich habe darüber gesprochen. Und es ist wahr. Es war eine sehr schwierige Zeit, ein wirklich schwieriges Jahr für die ganze Familie, und wie Prinzessin Kate selbst sagte, ist sie noch nicht über den Berg. Prinzessin Kate, dieser Mann steht hinter ihrem neu entdeckten Glück, für sie sind Juwelen und Land nicht die wertvollsten Dinge im Leben. Nein, Zeit mit ihren Lieben zu verbringen ist für eine Prinzessin das Kostbarste. Aber wie ist das zwischen Krebsbehandlung, Genesung und all den königlichen Pflichten möglich? Lösung: Spitzenmanager müssen die Zukunft ihrer Familien schützen. Dieser Mann steckte hinter ihrem neuen Glück. Prinzessin Kate, eine neue Wunderwaffe am Hof. Werbung: Sir David Lewis ist die neue Wunderwaffe am Hof minus Kate und William. Er soll nicht nur den Thronfolger retten, sondern auch die gemeinnützige Royal Foundation gründen. 42, haben ihn als Treuhänder ihrer Stiftung engagiert. Er gilt als talentierter Renovierer, was ihm den Spitznamen Drastic Dave eingebracht hat. Der 59-Jährige weiß das nur zu gut. Ich hoffe, ihr Plan weniger Stress, mehr Privatleben funktioniert. Durch die Krebsdiagnose wurde der Prinzessin klar, was wirklich wichtig war: Leben und Liebe. Sie sah kürzlich auf der Tribüne von Wimbledon glamourös und selbstbewusst aus. Tatsächlich ist Kate immer noch sehr gewissenhaft. Aber es wird in Zukunft wichtig sein, mehr Zeit mit William, George, 11, Charlotte, 9, und Louis, 6, zu verbringen. Deshalb machen die 42-Jährige und ihre Familie den dringend benötigten Urlaub. Der Stress der vergangenen Monate war dem Prinzen deutlich anzumerken. Im Balmoral Castle in Schottland möchten Kate und William dank Drastic Dave neue Energie tanken und ihren Kindern einen unvergesslichen Sommerurlaub ohne Stress und Sorgen ermöglichen.